Wollte ich euch mal was zeigen. Oldschool-Protein. Hatte ich mir letztens bestellt. Ist mal was ganz anderes. Man wird ja mittlerweile richtig überflutet von Marken. Man weiß gar nicht mehr, was man kaufen soll. Und ja, man ist einfach ein bisschen überfordert. Dann kam ich durch einen Kollegen an Oldschool-Protein. Habe ich mir erstmal gedacht, okay, Oldschool ist ziemlich unbekannt. Warum das und nicht weiter, was auch immer. Nein, dann habe ich mir halt mal durchgelesen. Die Werte sind optimal, gute Eiweißwerte. Inhaltsstoffe sind gut und Farbstoffe, Geschmacksstoffe, die sind natürlich da raus. Heißt, man hat da auf jeden Fall gut was rausgefiltert. Wenn man aber doch mal sagt, ah, komm, aber ganz auf ohne Geschmack drauf verzichten, ist auch scheiße, ab und zu brauche ich mal ein bisschen was. Man bekommt sogar extra kleine Drops, Flavor Drops dazu, damit man ein bisschen Geschmack dazu mischen kann. Heißt, man muss nicht unbedingt immer geschmackslos das trinken. Deswegen ist für mich so eine Option, ein bisschen von beiden, so wie man gerade Lust hat, und geschmacklich echt top.